Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Cool, dass du dabei bist und heute habe ich ein Thema, das dich da oben in deinem Denken, in deinen Überzeugungen enorm verändern kann. Warum? Das will ich dir jetzt erklären, aber vorweg lass mich dir gesagt sein, dass alles, was ich dir hier erzähle, ich selbst irgendwo gelesen habe. Ich habe das irgendwo gelesen, habe das irgendwo gehört, von irgendeinem erzählt bekommen, habe das irgendwo aufgeschnappt, habe es dann auf meine eigene Reise übertragen, habe es auf meiner eigenen Reise ausprobiert und erst dann, wenn ich es für mich selbst ausprobiert habe, dann kann ich dir davon erzählen und so mache ich es auch. Erst wenn es für mich gut anfühlt auf meiner Reise, dann will ich dir das vermitteln, dann will ich dir das weitergeben und deswegen nochmal vorweg, das ist für dich auch die Marschroute. Alles, was du irgendwo liest, alles, was du irgendwo hörst, was du von mir hörst, musst du mir nicht alles glauben, sondern kannst du einfach für dich ausprobieren. Und erst wenn es sich für dich gut anfühlt, erst wenn sich das für dich richtig anfühlt, dann würde ich das langfristig auf deine, auf ja, eure Reise übertragen. Vorher nicht. Und vorweg auch noch, bevor ich das eigentliche starte, wovon ich hier reden will, vorweg lass mich dir gesagt sein, dass du, wenn du dich jetzt so intensiv mit dir selbst befasst, wenn du in Persönlichkeitsentwicklung oder in Persönlichkeitsfindung investierst, wenn du da Zeit rein investierst, wenn du dich von innen mit Büchern befütterst, wenn du viel liest, wenn du dich wirklich von innen bildest, dann wirst du merken, dass du dich vielleicht in der einen oder anderen Situation gegenüber anderen ein bisschen überlegen fühlst. Aber davor will ich dich warnen, das habe ich auf meiner eigenen Reise jetzt auch gemerkt, dass du auf dem Teppich bleiben sollst. Du sollst jetzt nicht denken, dass du, weil du vielleicht ein bisschen mehr Wissen hast, weil du vielleicht ein bisschen mehr Ausstrahlung hast oder sonst irgendwas, keine Ahnung, was sich da für dich auf deiner Reise entwickelt, auf jeden Fall sollst du auf dem Teppich bleiben. Du sollst mit dem neu gewonnenen Wissen, mit dem neu gewonnenen Charisma, mit deiner neu gewonnenen oder neu gefundenen Persönlichkeit, sollst du nicht rausgehen, damit angeben, damit rumprahlen und dich für was Besseres halten. Nein, du sollst, wenn das alles für dich machen, für deinen Weg, für deine Entwicklung, für dein Glücksempfinden, für dich sollst du das in erster Linie machen. Und wenn du damit dann anderen vielleicht helfen kannst, wenn du damit anderen dann auch ein bisschen imponieren oder Vorbild sein kannst, oder wenn du dich mit anderen dann austauschen kannst, dann ist das cool. Aber du sollst damit nicht angeben, du sollst dich nicht überlegen fühlen, du sollst dich nicht besser fühlen. Sondern wir sind alle eins, wir sind auf einer Augenhöhe und das heutige Thema ist cool, weil ich das wirklich weiterbringen kann. Ich habe ein verdammt cooles Buch dabei, das heißt Eisenhans, ein Buch über Männer von Robert Bly. Hast du vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ein Buch, das anhand von einem Märchen von den Gebrüdern Grimm, das heißt Eisenhans, gleichnamig natürlich, anhand dessen den Entwicklungsprozess vom Jungen zum Mann beschreibt. Anhand von vielen, vielen, vielen Vergleichen und vielen anschaulich dargestellten Geschichten beziehungsweise auch von Mythologien, die wirklich eins zu eins auch auf heute übertragbar sind. Das ist verdammt cool, weil die das alles verständlich machen. Was für Probleme vom Jungen zum Mann eben entstehen, was sich für Probleme da eben blockieren und dass die Probleme aber auch dazugehören. Und dass man deswegen diese Probleme nicht verdrängen sollte, sondern dass man die einfach als Teil dieses Prozesses sehen sollte, der einen vor diese Probleme nicht ohne Grund stellt, sondern diese Probleme gehören einfach dazu, weil die dich stärker werden lassen für die nächste Phase. So einfach ist das. Und das Thema heute, es geht darum, ich will das jetzt kurz fassen, es geht darum, Ekstase durch Verzicht, Ekstase durch selbst auferlegte Disziplin. Wie hast du dir das vorzustellen? Ich will dir ein kurzes Zitat aus diesem Buch vorlesen. Der wilde Mann erwacht nicht dadurch zu vollem Leben, dass man natürlich ist, mit dem Strom schwimmt, Gras raucht, nichts liest und einfach nur in ist. Ekstase bedeutet, in greifbarer Nähe zur spannungsgeladenen, goldenen Geschenke zu leben. Die Ekstase kommt nach dem Nachdenken, die Ekstase kommt nach selbst auferlegter Disziplin und nach der Trauer. Vor allen Dingen wichtig ist hier nach dem Nachdenken und die Ekstase kommt nach der Disziplin. Und ich übertrage das jetzt eins zu eins auf unsere Reise, auf Pornografie, auf Videospiele, auf alle kurzfristigen Glücksmomente, die wir uns
ohne unser Zutun eigentlich bescheren können im Internet oder auf der Konsole, im Fernsehen, auf dem Handy oder sonst wo. Alles, wofür du eigentlich nichts tun musst und trotzdem Glücksempfinden bekommst, bringt dich ja eigentlich nicht weiter. So, da gehen wir d'accord. Ist nicht schlecht. Es gibt Phasen, wo das auch mal vollkommen legitim ist. Aber es bringt dich ja nun mal im Endeffekt nicht wirklich weiter und macht dich langfristig gesehen auch nicht wirklich glücklich. Ich denke, da stimmst du mir zu. Ich habe auch noch kurz ein Notizbuch dabei. Das kann ich dir für deine Reise auch empfehlen, weil du da Sachen reinschreiben kannst, die du dir ja im Verlauf deiner Reise eben aufschnappst, die du im Verlauf deiner Reise vielleicht auch machst, Erfahrungen, vor allen Dingen an deinen positiven Tagen und immer dann, wenn du dann vielleicht nochmal einen Rückfall hast oder einen Rückschritt und dich irgendwie schlecht fühlst, dich scheiße fühlst, dann kannst du da reingucken und merkst, was du alles schon auf deiner Reise geschafft hast und wofür du das machst, was deine Ziele überhaupt sind, und das motiviert dich dann an den schlechten Tagen umso mehr am Ball zu bleiben und eben die weit entfernten Ziele vielleicht zu erreichen, die sich sowas von lohnen. Ich muss gerade mal suchen, wo ich das hier geschrieben hatte, was ich dir jetzt noch vorlesen will. Uno momento. So, also, the average porn user does all he wants just a few days before he quit. Das ist eigentlich der entscheidende Satz. Der durchschnittliche Porno-User, und das kannst du auch auf andere Sachen übertragen, die dich kurzfristig, aber eben nicht langfristig glücklich machen, der macht alles nur für ein paar Tage, bevor er damit wieder aufhört. Das war bei mir früher auch so. Ich habe mir so viele Ziele gesetzt, ich habe mir so viele Dinge vorgenommen, durchzuziehen. Im Endeffekt habe ich die dann vielleicht mal eine Woche, vielleicht auch zwei Wochen durchgezogen, vielleicht auch ein halbes Jahr durchgezogen, aber es war nie was wirklich Langfristiges. Und jetzt inzwischen weiß ich, woran das liegt. Es liegt an der Hypofrontalität, die eben damit einhergeht, dass du dich durch Pornografie in deinem Belohnungssystem, in deinem Motivationszentrum eben so enorm abstumpfst, dass du dir keine langfristigen Ziele mehr stecken kannst. Das heißt, er beschreibt das hier ganz schön, die Wahrheit ist, ich muss das gerade übersetzen, deswegen zögere ich ein bisschen. Die Wahrheit ist, dass du ganz einfach gesagt nichts finishen kannst. Also du kannst nichts zu Ende bringen, weil dein Gehirn dich einfach das nicht zu Ende bringen lässt. Weil immer wenn eine kurzfristige Belohnung, in dem Fall Pornografie, in dem Fall Selbstbefriedigung winkt, dann lässt du dich von deinem Weg abbringen. Und dann verlierst du einfach auch so viel Energie, wie wir inzwischen wissen, durch die Selbstbefriedigung, dass du die Dinge einfach nicht zu Ende bringen kannst. Das heißt, die Folge ist, durch einen sinkenden Blutfluss und eine abnehmenden Zahl an Nervenenden da vorne in deinem Motivationszentrum, ist es eben der Fall, dass deine Goal Regulating Function im Gehirn, also deine zielorientierte Funktion im Gehirn, dass die eben immer schwächer wird, hin zu einer Kompulsivität, also dass man weiß, dass das, was man da gerade eigentlich macht, einem überhaupt nichts bringt, aber man macht es trotzdem. Eine Ist-mir-egal-Haltung, die heute in der Gesellschaft, in der Jugend einfach auch ja, übergreifend, war bei mir auch so, ist bei mir teilweise leider immer noch so, aber diese Ist-mir-egal-Haltung hat die Folgen in dieser Abstumpfung, in diesem ja, Abstumpfen im Motivationszentrum, das dich eigentlich, und dafür ist es eben vorgesehen, auch hinbringen kann dazu, dass du dir da vielleicht ein Ziel steckst, was vielleicht noch in weiter Ferne ist, was du vielleicht erst in einem Jahr erreichen kannst oder vielleicht erst in einem halben Jahr, vielleicht erst in einem Monat, ob das jetzt irgendeine Freundin ist, die du bekommen willst, ob das irgendein Mädchen ist, die es dir wirklich angetan hat, die du jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter Ferne siehst, aber in die du jetzt eben investieren möchtest, die du von dir überzeugen möchtest und. Ob das das ist oder ob das ein neues Projekt ist, ob das dein Job ist, egal was das ist, ob du jetzt sagst, ich will in einem halben Jahr in meinem Job da oben stehen und mach dafür jetzt alles, lass dafür jetzt auch mal andere Sachen eben fallen, ich will mein Ziel erreichen, weil ich weiß, dann winkt eine umso größere Belohnung. Das sind eben diese langfristigen Ziele, die durch diese Kompulsivität, durch Pornografie, durch alles, was eben nur kurzfristig ist, zerstört wird. Und es ist wirklich so. Das Coole ist, dass die Hoffnung natürlich nicht verloren ist. Also du kannst ja jederzeit auf deiner Reise das ändern. Du kannst bewusst diese kurzfristigen Belohnungen alle mal cutten, dir ein größeres Ziel stecken und alle kurzfristigen Belohnungen mal bewusst meiden und die da reinstecken, dein langfristiges Ziel zu erreichen. Du wirst merken, dass das verdammt viel Disziplin, wie ich eben in dem Buch vorgelesen habe, erfordert, aber dass dich diese Disziplin langfristig viel, viel glücklicher machen wird als diese natürliche Triebbefriedigung permanent.
Weil wenn du dann mal lernst, dass man die Triebe nicht permanent befriedigen muss, sondern dass man die Energie, die dadurch auch gewonnen wird, diese Unruhe, diese innerliche, dass man die auch fokussieren kann in Richtung Ziel, was du dir gesteckt hast, dann wird sich verdammt viel auf deiner Reise ändern. Ich bin auch noch in diesem Lernprozess. Du kannst jetzt da auch reinkommen und es fühlt sich verdammt cool an. Einfach weil man weiß, man ist diesen Trieben nicht hilflos ausgeliefert. Man kann die auch mal fallen lassen, in dem Wissen, dass da was Größeres auf einen wartet, wo man die Energie reinsteckt. Und there is still being more money invested to be made in keeping you compulsive than helping you over compulsiveness. Ja, das konnte ich jetzt nicht aussprechen. Also, du verstehst, was ich meine. Das heißt, es ist weiterhin mehr Geld da rein oder es fließt weiterhin viel, 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 viel mehr Geld. Ihr könnt ja wirklich von Milliarden sprechen, die da eben rein investiert werden, uns Menschen eben kompulsiv zu halten. Also uns in dieser Ist-mir-egal-Haltung zu halten, weil eben permanent überall die kurzfristigen Bedürfnisse gedeckt werden können. Überall winken kurzfristige Belohnungsmomente. Wir können das kaufen, wir fühlen uns glücklich. Wir können das machen, wir fühlen uns glücklich. Wir können uns ein Porno reinziehen, wir fühlen uns befriedigt und, und. Aber das hält alles halt eben nur einen ganz, ganz kurzen Moment und macht uns langfristig gesehen unglücklich. Aber wenn wir diese kurzfristigen Belohnungen eben mal streichen und uns auf diese langfristige Belohnung konzentrieren, dann werden wir langfristig, obwohl wir die kurzfristigen Belohnungsmomente auslassen, werden wir langfristig gesehen glücklicher. Und das ist meine Botschaft mit diesem Video an dich. Ich bin auf diesem Weg, ich bin auch dabei, das eben umzusetzen und mir eine selbsterlegte Disziplin aufzuerlegen, in dem Wissen, dass mich das, und das merke ich jetzt auch schon, glücklicher macht. Einfach weil ich weiß, hey, das, was dann anstelle dieser kurzfristigen Belohnungen winkt, ob das jetzt eine reale Interaktion mit einer Freundin ist oder sonst irgendwas, ob das eine reale Interaktion mit Kumpels ist, ob das ein langfristiges Ziel ist, was man weiß, dass man es erreichen kann, ob das jetzt zum Beispiel mein Projekt ist oder sonst irgendwas, ob das das Studium ist, alles besser oder belohnender als diese kurzfristige Triebbefriedigung beziehungsweise als dieses kurzfristige Glücksempfinden. Ob das jetzt im Shopping ist oder sonst wo. Um Gottes Willen, du kannst weiter shoppen gehen und so. Du kannst, all das kannst du machen. Aber du sollst es eben nicht nur machen, sondern du sollst dich wirklich eigentlich auf die langfristigen Ziele da oben konzentrieren. Und alles andere durchaus auch mal zur Seite stecken, in dem Wissen, dass dich das im Endeffekt stärker macht. Und dass du als Mann eben auch mal zurückstecken kannst, dass du eben nicht immer alles ausleben musst, sondern dass du weißt, dass du langfristige Ziele dir gesetzt hast und die verfolgst in dem Wissen, dass dich das stärker, dass dich das besser, dass dich das vor allen Dingen langfristig glücklicher macht. Mit diesen Worten hoffe ich, du verstehst das. Ekstase durch Disziplin, Ekstase durch Verzicht. So doof sich das jetzt anhört, du hast es verstanden, da bin ich mir jetzt sicher. Und du kannst es jetzt für dich einfach mal ausprobieren. Fängst damit im Kleinen an und wirst größer. Und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Hau mal alles in die Kommentare, was du zu diesem Thema denkst. Wir sehen, wir hören uns und bis dahin wünsche ich dir nur das Beste für deine nächste Woche. Hau rein, dein Maurice.